Hi ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Wie ihr sehen könnt, ich bin mal totally in red. Und zwar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von Germany's Next Topmodel. Die hatten vor kurzem nämlich ein Thema mit Iconic Red und ich fand die Sachen einfach nur richtig schön und dachte, kann man das nicht so ein bisschen als Video vielleicht umswitchen, ein bisschen alltagstauglicher machen, sodass wir Normalsterblichen das auch tragen können. Und deswegen habe ich euch heute mal drei Kombinationen zusammengestellt. Das ist der erste Look und ich würde sagen, das ist so der Bohemian-Look. Aber ein bisschen fühle ich mich auch wie eine Bauchtänzerin, muss ich sagen. Aber es liegt wahrscheinlich so an den Ketten und so und es sieht ja schon ein bisschen orientalisch aus. So ein Maxi-Rock immer irgendwie, finde ich. Und ja. Ich wollte aber ursprünglich eigentlich einen ganz anderen, weil meiner ist ja, wie ihr sehen könnt, ab hier so transparent. Ich wollte einen, der fließend ist, der nicht transparent ist. Aber glaubt ihr, ich habe einen gefunden? Nein, also im Geschäft nicht. Ich habe einen gefunden, aber den gab es natürlich in meiner Größe nicht. Und den könnt ihr euch gerne angucken. Ich habe ja da diese Infokarte, dieses kleine i. Wenn ihr darauf geht, ich suche euch ja ähnliche Sachen raus. Und vielleicht habt ihr ja mehr Glück als ich. Mein Crop Top ist eigentlich ziemlich bequem. Ich muss sagen, ich bin jetzt eher weniger bauchfrei unterwegs, aber hatte es mir eigentlich für diesen Sommer vorgenommen und mache somit den Anfang und den Start. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon eigentlich drin wohl, weil ich habe meinen Rock ja auch hier ein bisschen höher gezogen über meinem Bauchnabel und man sieht ja auch nicht wirklich viel Haut. Und ich finde, das geht so eigentlich gut zu tragen. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen öfter trainieren, aber ich glaube, das ist okay so. Was macht denn dieses Outfit jetzt aus? Ich habe ja nicht viel außer die Grundausstattung, bis auf diese Kette hier. Und das ist eine Kette, aber die ist so mehrlagig und ziemlich bunt mit Gold gemixt. Und das macht auf jeden Fall den Look aus. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr groß genug seid, flache Sandalen dazu anziehen. Mir fehlt ein wenig die Größe und weil mein Rock sonst zu lang wäre, habe ich natürlich hohe Schuhe dazu kombiniert. Das sind Keilabsatz-Sandalen. Die sind halt mega bequem und man kann sich darin so natürlich bewegen wie auf flachen Schuhen und deswegen fühle ich mich auf jeden Fall wohl so. Outfit Nummer 2, meine Lieben, ist eher für den Abend, weil das doch ein bisschen zu schick aussieht. Ich habe goldfarbene Sandalen dazu an. Die sind nicht so hoch, aber man könnte natürlich auch höhere dazu anziehen. Dann habe ich nur einfach Armschmuck genommen, auf eine Kette verzichtet, weil das wird dann doch ein bisschen zu viel. Wer möchte, kann natürlich auch noch mal irgendwie kleine goldene Ohrringe zunehmen. Ich glaube, das sieht auch bestimmt ganz niedlich aus. Und dann habe ich natürlich diesen auffälligen Taillengürtel in Gold dran und der reicht auf jeden Fall. Also deswegen besser weniger Schmuck als zu viel. Und ja, ich finde den auf jeden Fall voll schön. Und so ein rotes Kleid zum Arm mit so ein bisschen Gold sieht auf jeden Fall immer ganz edel aus. So, meine Lieben, das ist jetzt die dritte Kombi und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist auf jeden Fall mein Favorit. Es ist etwas rockig, also schon so meinem Stil entsprechend. Also ich mag das ziemlich gerne und ich habe eigentlich nichts viel verändert. Ich habe natürlich andere Schuhe an, die goldenen sind weg und da habe ich jetzt meine schwarzen Peep-Toe-Stiefeletten zu an. Die sind auch hinten auf und dann haben die so silberne Schnallen, was so ein bisschen rockiger aussieht. Also ich mag die ziemlich gerne. Hoch genug sind die auch, sodass mein Kleid auf jeden Fall die richtige Länge erreicht. Und ansonsten habe ich bis auf meinen Armband hier, der auch schon sehr, sehr auffällig ist, auf Schmuck verzichtet. Keine Kette, kein Gürtel dran oder so, weil das wäre auf jeden Fall too much. Stattdessen habe ich auf jeden Fall meine Lederjacke zu kombiniert. Ich habe euch auf jeden Fall ähnliche Sachen rausgesucht. Die findet ihr alle dann da in der Infokarte. Ihr könnt da gerne mal reingucken. So ein Maxi-Rock mit einer Lederjacke finde ich sowieso richtig gut. Und ja, und sonst noch darf diese Tasche auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist eine Tasche, die habe ich jetzt noch nicht so lange, aber ich mag die ziemlich gerne. Die ist hier so transparent. So, könnt ihr das besser sehen. Hat hier so eine Innentasche noch. Und die finde ich passt auf jeden Fall sehr cool dazu. Und ja, habe ich schon gesagt, dass das mein Favorit-Outfit ist. So, meine Lieben, das war mein Outfit-Video, inspiriert von Germany's Next Topmodel Iconic Red als Thema. War jetzt eigentlich so ein Probelauf. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, also lasst mir das bitte mal in den Kommentaren da, wie ihr das findet. Also soll ich öfter mal so Themen von Germany's Next Topmodel aufgreifen und für mich umfunktionieren als Outfit-Videos? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also hat euch das gefallen oder weniger? Und ansonsten, wenn ihr das erste Mal hier auf meinem Channel seid, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Ciao!